große Konzerne wie BASF investieren schon massiv im Ausland. Und ich habe BioNTech BioNTech wollten wir ohnehin noch drauf kommen. Also auch die Wissenschaft wandert ab, wegen Energiekosten, wegen Reglementierung und so weiter. Mhm. Ist die Industrienation Deutschland in Gefahr? In Gefahr ist sie, absolut. Made in Germany ist ja mal entwickelt worden von den britischen, von den britischen Besatzern damals nach dem Krieg, um eher zu warnen, Achtung, das ist Made in Germany. Das Made in Germany Label wurde zu einem Erfolgsgarant, einem Siegel für Qualität. Und das, was wir teurer waren, waren wir dann besser. Und jetzt ist es so, bevor jemand die Tür aufschließt von der Werkshalle, ist er schon mal teurer als eigentlich alle anderen, aufgrund der Energiekosten, aufgrund der Arbeitsstellen, die er besetzen muss für Buchhaltung und nicht für einen Ingenieur oder einen Schrauber oder sonst was. Und deshalb, also dieser Standort ist sehr in Gefahr.